Hallo, ich hoffe, dir geht es gut. Ja, mir geht es so lala. Ich glaube, langsam bahnt sich was bei mir an. Und ich bin letzten Wochen auch nicht so, naja, waren so ein bisschen, war ich ein bisschen groggy drauf. Deswegen kamen auch keine Videos. Aber ich habe jetzt seit einer ganzen Woche oder seit ein paar Tagen zwei Glossy-Boxen da bei mir. Und dann dachte ich, ja, okay, jetzt zockst dich mal hin und zeigst mal die Glossy-Box. Könnte ja den einen oder den anderen interessieren. Das sind die alle, also die beiden Glossy-Boxen, die normalen halt, die Februar-Box. Bloß ich habe zwei Abonnements abgeschlossen, weil ich wollte gucken, ob ich ein bisschen unterschiedlich was kriege. Die letzten zwei Male hatte ich alle beiden Boxen gleich. Und dann habe ich dieses Mal mein Profil ein bisschen geändert. Also von den einen Abo habe ich ein bisschen das, ja, diesen Profil da geändert und jetzt hoffe ich mal, dass da jetzt was anderes drinnen ist. Ich habe die schon mal ausgepackt von den Karton hier. Und dann nehme ich jetzt einfach mal die eine, die erste. Hier, ich finde die Aufmachung richtig süß. Da hier und noch so ein Herzchen hinten dran. Voll putzig. Ja, dann machen wir es jetzt auf. Drinnen rosa. Aber bitte. Wirst du schon gesehen haben, wahrscheinlich in anderen Videos. Das Zettelchen. Ich habe die anderen Dinger schon rausgetan. Da gibt es noch so Gutscheine und sowas. War ich schon weg. Okay. Gut. Ich habe es aufgemacht. Und dann gucken wir rein. Ich weiß ja schon, ich habe jetzt ein paar Videos angeguckt und ach, ich gucke jetzt einfach rein. Okay, wie in anderen Videos habe ich das hier auch von Kueshi. Der hier, Kueshi. Pure and Clean Tonic Facial Tonico Facial Revitalizante. Revitalizing Face Toner. Aloe Vera, Camomilla e Calendula. Ich glaube, das ist ein. Simparabens. Ich glaube, das ist eine spanische Marke. Ja, made in Spain. Okay, Quishy. Das drückt man hier so auf. Jetzt mache ich mal hier kurz auf. Oh, das riecht voll lecker. So blumig. Schön, aber lecker. Also, ich mag ja nicht. Ich bin schwer, was Gerüche und Geschmack Empfindungen betrifft, aber das ist auch ganz gut. Ja, da freue ich mich. Habe ich auch bei anderen gesehen. Dann klappt das hier ist ein Goodie von Dr. Scheller. Den Granatapfel-Gesichtspeeling oder das Granatapfel-Gesichtspeeling mild alle Hauttypen. Ich hatte es schon mal in einer Box und ich fand es furchtbar. Also vom Effekt her gut. Das ist wirklich ganz fein. Also nicht zu grob und nicht zu fein. Ist richtig, also für meine Haut war es gut vom Peeling-Effekt her, aber ich habe den Geruch nicht. Boah, jedes Mal, wenn ich es mir. Ich habe das nicht für einmal benutzt. Ich habe, glaube ich, dreimal das verwenden können. Also es hat für dreimal für mich locker ausgereicht. Und jedes Mal, wenn ich es drauf getan habe, ich musste mich mal halber fast übergeben. Da steht auch vegan drauf. Und was ist das? International Organic and Natural Cosmetics Corporation. Okay. Das BDIH Standard Siegel sozusagen. Ja, Goodie. Das ist mir runtergefallen, egal. Dann habe ich hier von René Fürteré. Wegen sowas. Das Absolu Keratin Extremely Damaged Brittle Hair. Also vor. Ach gut. Ultimate Renewal Mask. So. Steht auch in Spanisch drauf. Okay, das soll irgendwie eine Maske sein für kaputte, beanspruchte Haare oder sowas.
Use once or twice a week as part of a monthly regime. After shampooing to a dry hair and apply a walnut-sized amount of the mask to the hair from mid-shaft to ends. Also vom ab, also nicht vom Ansatz an, sondern vom so ab der Hälfte vom Haar bis in die Spitzen eingeben, ins Handtuch trockene Haar. Haselnuss große Menge. 5 bis 8 Minuten drin lassen. Also je nachdem, wie kaputt deine Haare sind. Kombout. Also auskämmen, also so die Knoten auskämmen oder sowas. Und dann ordentlich oder gründlich auswaschen. Schauen wir mal. Oh, das riecht gut. Und das ist eine dickflüssige Konsistenz. Ja, schau mal. Das werde ich, glaube ich, benutzen. Dann habe ich hier von Aldo Vandini die Sensual Aroma oder das Sensual Aroma Handbalsam Tamarinde und Ingwer. Entschuldigung. Ich sage ja, es kommt bei mir gerade irgendwas. Ich werde jetzt ein bisschen. Ja, ist so eine. Nicht zu fest, nicht zu flüssig. Ja. Riecht gut. Was ist da drinnen? Ingwer? Ja, aber es riecht auch so ein bisschen so zimtig, so orientalisch. Aber riecht gut, mag ich. Lässt sich auch schön auftragen. Zieht auch doch schnell ein. Ja, gefällt mir ganz gut. Die gibt es in Müller, glaube ich, ne? Und auch in DM? Ja. Ich hatte mal eine Bodylotion oder Bodycreme oder so, weiß jetzt nicht mehr, was es war. Mit Baumwolle, glaube ich, war das. Fand ich ganz gut. War auch in einer Glossybox drinnen. Ich glaube schon. Dann haben wir einmal von Marsk. Das ist eine nicht unbedingt Naturkosmetik, aber ich glaube, die machen sehr viel mit so Mineralized Eyeshadow Blushes und sowas, soweit ich mich richtig erinnere. Ja. Und das ist eine Mineral Eyeshadow. Ist ein Mineral Eyeshadow. Und das ist in der Farbe. Komm rauf. Your Toast. Ich glaube, ich habe die schon mal gesehen. Your Toast. Bei Moldavid. Bei der Nadine. Habe ich das gesehen, dass sie auch einen Your Toast hatte? Ja, jetzt so sehen kann. Ja, das ist so ein bronzed farbener Eyeshadow. Gold, also so Gold-Bronze-Ton. Find ich ganz schön. Für den Sommer kann ich es mir ganz gut vorstellen. Ich habe schon von der Weihnachtsbox, diese Spesselbox, glaube ich, war das oder war es die normale? Weiß ich jetzt nicht mehr, da gab es zwei. Da war ein goldenes und ein silbernes Döschen. Also da waren zwei Lidschatten drinnen, so Mineralized Eyeshadows. Und ja, habe ich aber nicht benutzt, weil ich habe irgendwie zu Weihnachten und zu Silvester nichts Großartiges gemacht. Dann haben wir hier die den Lip Butter von Royal Apothec. Das ist ein Tinties Lip Butter in der Farbe Coral. Ich habe auch in einer Weine, da habe ich das, ein rotes. Aber ich finde die Verpackung so süß. Und ich glaube, jetzt wo ich zwei habe, werde ich es irgendwo hinstellen. Die Farbe ist so. Also hier schaut es mir pink aus. Entschuldigung. Aber es ist wirklich ein Korallton. Ich hatte ein rötliches, das andere ist ein rot gewesen. Und
Ganz ehrlich, ich war nicht so begeistert. Vor allem, ich muss da echt 3, 4 Mal rein, damit ich diese gewünschte Gefühl auf den Lippen verspüre. Aber es ist eine süße Verpackung, riechen angenehm, aber nicht mit der Zunge rangehen. Das war es genau. Wenn man mit der Zunge rangeht, ist es ein fürchterlicher Geschmack. Riechen tun sie. Oder es ist jetzt meine Hand, die riecht. Das weiß ich gar nicht mehr. Doch, die haben so einen kleinen Geruch, glaube ich. Aber schmecken von denen, tun die fürchterlich. Und ich weiß nicht, wie viel die kosten. Und für den Preis würde ich es nicht kaufen. Es ist ein süßer Gimmick so, also zum Verzieren auch ganz süß. Aber ich persönlich würde es niemals kaufen. Genau, das war's von dieser Box. Zeige ich nochmal. Da fand ich die Handcreme gut. Also die Handcreme. Peeling von der Wirkung her auch gut, aber Duft widerlich. Das werde ich sicherlich ausprobieren. Dann ist ganz okay. Neue Farbe ist auch schön. Lidschatten liebe ich ja und als so ein Tonic-Ding da hier auch gut. Was mir am besten von allem gefallen hat, ist die Handcreme und das Gesichtswasser. So, die legt man jetzt beiseite und dann zeige ich euch oder ich zeige dir noch die zweite Box. Also sie schaut genauso aus. Hier so Zettelchen. Machen wir gleich auf und gucken gleich rein. Okay. Da ist so ein Essi-Flyer drinnen. Geil. Cool. Und ein Essi-Nagellack drinnen. In der Farbe Jump in my Jumpsuit. Den habe ich schon. Das war doch die Weihnachts-LE oder die Winter-LE letztes Jahr. Und die habe ich schon. Aber trotzdem nicht schlecht, dass sie einen Essi-Nagellack reintun. Ich liebe Essi-Nagellacke. Ich liebe die. Also ich habe jetzt ja, so um die 30 Stück oder so. Keine Ahnung. Das ist auch übrigens ein Essi-Nagellack. Ich finde die Qualität schön, ich finde die Farben schön, obwohl die jetzt mittlerweile immer fast dieselben Farben haben, aber ist nicht so schlimm. Ich finde Essie einfach eine super Marke. Und zum Verschenken, es ist prima. Hallo. Also ganz toll. Wieder so eine Peelingmaske. Die werde ich verschenken. Wieder von dieser Royal Apothec, diese Tinties Lip Butter in der Farbe Coral. Werde ich auch verschenken. Nochmal ein Mask Lidschatten. Mal schauen mal. Ja, aber warum schimmert es hier anders als bei mir? Auch wieder Your Toast. Aber irgendwie schaut das anders aus. Ich schaue es mir nochmal an, aber wenn ich verschenken, habe ja zwei, was brauche ich dann? Also ich habe jetzt schon eins, warum brauche ich zwei? Das sind jetzt so ein, zwei, drei Teile, dieselben. Tonic, Gesichtswasser, dasselbe. Wieder ein Aldo Vandini Handbalsam, aber hier ist ein Pure Hydro Handbalsam mit Baumwolle und weiße Magnolie. Die riecht gut. Selbe Konsistenz. Und vom Duft der Hammer. Ja, ich weiß noch, ich hatte ja Body Balsam oder ja, Body Balsam war das. Und den habe ich sehr gerne benutzt. Ach, riecht gut. Da ich sehr trockene Hände habe
Und ich glaube, man da hinten sehen kann, hier so habe ich ganz viele Handcremes und Fußcreme. Ich muss sehr oft meine Hand- und Fußcreme, meine Hände und Füße eincremen, weil die wirklich extrem trocken sind, werde ich die hier behalten. Aber den Rest werde ich verschenken. Da wird sich bestimmt jemand freuen. Und also das Einzige, was jetzt anders war zu der Box, war, dass es eine andere Duftrichtung war oder ja, halt, ne? Und der Essignagellack. Sonst war eigentlich alles gleich. Was war denn jetzt der Unterschied zwischen Schnittgeschotter? Also, was sich eigentlich geändert hat, waren nur quasi die zwei Produkte. Und pro Box. Und ich werde jetzt die eine Königin. Also, ja, ich habe jetzt geguckt. Ich wollte mal schauen, wenn man jetzt im Profil ein wenig ändert, ob man doch andere Sachen kriegt. Aber ich weiß nicht, ich glaube die Handcreme und ich habe glaube ich nur ein Unboxing-Video von der Glossy Box jetzt gesehen bis jetzt. Aber ich bin mir fast sicher, dass die solche Sachen so die Standard-Dinger sind, was jetzt, also sagt man so vier, fünf Produkte, nee, drei bis vier Produkte sind gleich und dann zwei tun sie nur ändern oder so. Bin ich mir nicht ganz sicher. Aber okay. Ich habe das jetzt dreimal versucht. Und oh, der ist so schön. Ich muss wieder meinen drauf tun. Ja, ich sag schnell die Preise. Also, ja. Die Lip Butter kostet 13,40 € für 3,4 Gramm. Ist ein Originalprodukt. Die Handcremen kosten jeweils 3,99 €. Sind jeweils 100 Milliliter drinnen. Dann der Lidschatten kostet 18,50 € pro 1,2 Gramm. Ist auch ein Originalprodukt. Dann der Essignagellack kostet 7,95 € für 13,5 Milliliter. Oh, was noch? Ja, das waren quasi hier. Man sieht es, also hier waren alle gleich, nur das letzte Produkt hat sich geändert. Und das ist kein Originalprodukt, das sind 30 Milliliter drinnen, aber für 100 Milliliter, also kostet das Ding 24,90 €. Ja. Wie gesagt, die Box fand ich gut. Ich fand es jetzt ein bisschen schade, dass es jetzt also zwei fast identische Boxen waren. Von daher, und da es schon das dritte Mal so ist, werde ich jetzt eine davon kündigen. Also das Abo kündigen. Aber sonst fand ich wirklich die Box an sich gut. Mir haben die Sachen gefallen. Und die Sachen, wo ich jetzt doppelt habe, verschenke ich gerne weiter. Also da wird sich bestimmt jemand finden, der sich darüber freuen wird. Habe ich schon so zwei, drei Leute im Kopf. Und ich hoffe, dir hat es gefallen, dass du ein bisschen einen Eindruck hattest. Und ja, dann wünsche ich dir einen schönen Tag oder einen restlichen schönen Tag. Wir haben jetzt ja gerade um die 5 Uhr oder sowas. Bleib so, wie du bist. Alles, was du tust, mach bitte mit Liebe. Und man sieht sich das nächste Mal. Tschüss.